Hallo, liebe Gartenbau-NDR-Zuschauer. In den letzten 68 Videos ging es um Züge, Loks, Wagen, wie sie präsentiert werden und verschiedene Strecken befuhren und auf der Drehscheibe präsentiert wurden. In diesem Jahr wird es etwas anders. In diesem Jahr werden wir die ganze Sache so gestalten, dass ich euch etwas über die Digitalisierung, über den Einbau der Digitalisierung, über die Einstellungen der Digitalisierung, über die Pflege der Loks und Wagen etwas erzähle. Das ist ein sehr umfangreiches Gebiet und es werden viele, viele Videos folgen von einzelnen Komponenten, die wir da einbauen an Digitalisierung oder die zur Pflege der Lokswagen beitragen. Also seid gespannt, wir werden in dem nächsten Video zum Beispiel mit einer Kleinigkeit anfangen, die aber viele vernachlässigen. Und zwar fange ich da an mit den Abfetten der Zahnräder von den Getrieben der Loks. Ob das in Spur H0 ist oder in Spur G. Meine Gartenbahnkollegen, die mir immer Loks vorbeibringen und diese Loks im Prinzip wie zu einer Durchsicht bringen. Die vergessen immer wieder die Zahnräder abzufetten oder die Loks auch von den Radreifen her mal zu reinigen und wundern sich dann, warum die Lok für eine zuverlässige Stromabnahme nicht mehr bereit ist. Also freut euch aufs nächste Video, auf die nächsten Videos, die ich drehen werde, damit wir, wie gesagt, die ganze Sache der Digitalisierung, Digitaleinbau, Pflege der Loks behandeln werden. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten. Tschüss.